der Atacama-Wüste im Norden Chiles öffnet das leistungsfähigste Teleskop der Welt seine Augen. Obwohl noch im Bau befindlich, hat das ALMA-Observatorium bereits seinen wissenschaftlichen Betrieb aufgenommen. Es beobachtet das Universum bei Wellenlängen im Millimeter- und Submillimeterbereich und macht sowohl extrem kalte als auch sehr weit entfernte Objekte im frühen Universum sichtbar. Das Projekt wird gemeinsam von Europa, Nordamerika und Ostasien in Zusammenarbeit mit Chile getragen. Etwa ein Drittel seiner geplanten 66 Parabolantennen hat das Superteleskop bereits ausgefahren. Es soll im nächsten Jahr voll einsatzfähig sein. Geforscht wird schon jetzt. Ich beobachte Molekularwolken in Galaxienähe. Das ist der Entstehungsort von Sternen. Diese Wolken bestehen aus extrem kaltem Gas und Staub. Die genaue Bestimmung ihrer Zusammensetzung hilft uns dabei, den Entstehungsprozess von Sternen zu verstehen. ALMA besteht aus einem Feld miteinander verbundener Antennen, die wie ein einziges riesiges Teleskop agieren, das für viel größere Wellenlängen empfindlich ist als die des sichtbaren Lichts. Das ist wichtig, denn wir wissen, dass einige Galaxien am äußersten Rand des Universums nur in einem ganz bestimmten Wellenlängenbereich sichtbar sind. ALMAs erste, bereits veröffentlichte Himmelsaufnahme zeigt zwei kollidierende Milchstraßensysteme, sogenannte Antennengalaxien in 70 Millionen Lichtjahren Entfernung. Mit weiteren spektakulären Entdeckungen ist zu rechnen.